Hey ho und damit herzlich willkommen zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Diesmal der Endkampf. Mit mir ByteKrieger natürlich. Und da haben wir auch schon unser Schmuckstück. Das wird der Stein der Weisen sein. Hier hat den Stein. Gib mir den Stein. Lass mich zu ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Ja, ich glaube nicht, dass ich sterben werde. Denn ich kann speichern, ich komme immer wieder zurück, aber wenn du erledigt bist, dann bist du und bleibst du erledigt. Da haben wir ihn auch schon das erste Mal erwischt. Antäuschen und rüber. Da. Und da hat er sich das zweite Mal selbst Schaden zugefügt. Ich hoffe, das bleibt nicht das einzige Mal. So, schön dich ausschalten. Ja, das machst du ganz fein. Ist die Frage, wer mich jetzt angreift, welche Persönlichkeit? Voldemort oder Quirrell? So, antäuschen. Rüber da. Hinter dem Zauberspiegel sieht man ihn auch nicht. Nein, 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 nein. Man kann diesen Zaubersprüchen nicht ausweichen. Es ist so nervig. Jo, da hat es sich doch noch selbst einmal Schaden zugefügt. Wenn er nicht einfach Avada Kedavra macht, dann wäre er auf einen Schlag eher gleich erledigt. Ich glaube, wir haben es geschafft, dem Ding auszuweichen, oder? Ja, da hat er sich nochmal selbst. Komm, mach nochmal. Ah, so dumm ist er auch wieder nicht. Okay. Man hat nur die Chance, wenn man hinter die Säulen geht, um dem Zauber auszuweichen. Ich glaube, 1, 2 Schläge braucht er noch, dann ist er erledigt. Ich brauche aber auch nur noch einen Schlag, dann bin ich auch erledigt. Ja, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Da ist aus mit dem Zauber. Oh, mich hat's auch erledigt. Ah, da kommt schon Dumbledore, um mich zu retten. Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört, aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Da Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Ah, jetzt wissen wir, was die machen. Das ist Snape. Und eine Berty-Botts-Bohne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja! Ja! Ja, die geheime Bildkarte haben wir leider nicht gefunden. Vielleicht finden wir die irgendwann mal nochmal. Beziehungsweise, ihr könnt mir reinschreiben, wo ich Bildkarten vergessen habe. Vielleicht kann ich die dann noch holen. Und ja, dann abschließend vielleicht nochmal das Ganze zeigen. Nachspielen werde ich es jetzt nicht. Also ich werde euch dann nur das Ergebnis zeigen vom Ganzen. Jo. Wenn ihr da noch Tipps habt. Und damit verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Spiel. Sag ich ciao, ciao. Euer ByteKrieger. Ich lasse euch den Abspann noch durchlaufen. Ciao.